Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Monster Hunter World. Ja, ich werde jetzt auch kein Let's Play starten, Leute, bevor jetzt irgendwelche Erwartungen kommen. Ich nehme euch einfach nur kurz ins Spiel mit. Ich habe vor, keine Ahnung, 5 Monaten in einem Vorgeist-Video mal erwähnt, dass ich dieses Spiel habe. Und ich habe es seitdem nie aufgenommen und ich wollte es einfach mal ändern. Denn jetzt kam auch vor einigen Tagen der Switch-exklusive Teil Monster Hunter Rise raus. Den kriege ich auch bald, aber noch ist er nicht da und außerdem kann ich ihn sowieso nicht aufnehmen, weil ich leider keine Game Capture Card habe und wie gesagt, der ist Switch exklusiv und die Switch hat natürlich kein Aufnahmefeature. Was heißt natürlich, das wäre ganz schön. Also ja, ich würde euch einfach nur kurz die Basics des Spiels zeigen und so. Also ich werde da unten in der YouTube Timeline solche Abschnitte machen, das heißt, wo ich die Basics und das Spiel und alles erkläre, das könnt ihr überspringen, wenn ihr die Spiele schon kennt oder einfach keinen Bock habt. Und nur die Action sehen wollt, keine Sorge, wir werden natürlich auch heute noch ein Monster erledigen. Denn das ist der Sinn dieses Spiels, man erledigt Monster. Aber ich würde jetzt einfach nicht drum herum reden und wir starten einfach mal das Spiel. Da bin ich, Leute. Und das ist meine Katze. Aber die trägt gerade eine Rüstung. Das heißt, man erkennt die nicht so gut. Das ist auch schon mein kleines Schwäinchen, Manuel. Wir sind hier auch schon in der Lobby angekommen. Hier werde ich euch mal ein bisschen die Basics des Spiels zeigen, also worum es hier so überall geht. Ich habe das Spiel auch schon seit Dezember nicht mehr gespielt. Ich habe heute das erste Mal wieder reingeschaut. Und ja, das ist hier, also klar, das ist ja mein Schwein, das ist nicht sehr wichtig, aber ich finde ihn ziemlich süß. Kann ja auch streicheln, da muss man im richtigen Moment B drücken. Und dieser richtige Moment kommt genau dann, wenn das Ausrufezeichen über dem Kopf ist. Und ja, ich führe euch mal ein bisschen hier rum in Astera, dem Außenposten von den Monsterjägern. Hat noch irgendwie einen Namen, aber ich habe ihn gerade vergessen. Also ja, Leute, hier unten ist der Marktplatz. Hier gibt es verschiedenste NPCs, die einem manchmal auch Quests geben. Und hier ist auch die Ressourcenzentrale. Es ist fast soweit. Ja, warte, eine Scheiße. Hier gibt es dann gewisse Quests, also Bordezüge. Das ist dasselbe Wort wie ein Destiny, fällt mir jetzt erst auf. Ja, die kriegt man dann halt diverse Belohnungen für. Und oben rechts seht ihr auch, das ist ja gerade die Hauptstory. Da muss ich jetzt eine Quest annehmen. Die werden wir aber nicht spielen, Leute. Denn in die habe ich schon reingeschaut und die ist echt nicht leicht. Und eben weil ich so lange nicht mehr gespielt habe und ich auch eine neue Waffe habe, dazu kommen wir gleich, wollte ich mich erstmal ein bisschen aufrüsten und wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen, bevor ich das mache. Und ja, Leute, das Spiel ist halt wirklich unfassbar geil. Es ist wirklich, wenn ihr auf Aufleveln und alles steht und stärker werden, glaubt mir, dieses Spiel ist was für euch. Denn jetzt kommen wir, glaube ich, zum Kernelement des Spiels. Also nicht das Kernelement, aber das Kernelement sind immer noch die Monster. Aber die Waffen sind natürlich auch wichtig. Und dazu kommen wir jetzt. Ich habe gerade die Morph-Axt auf dem Rücken. Es gibt sehr viele verschiedene Waffen. Die können wir hier in der Objekttruhe sehen. Da, ich habe gerade eine Morph-Axt drin. Die heißt Yagras-Axt, weil Yagras ist ein Monster. Und ich habe meine Axt so geupgradet, dass da halt Elemente dieses Monsters drin sind. Und es gibt halt sehr viele verschiedene. Auch einen Bogen, es gibt auch hier so ein riesiges Schwert. Es gibt auch Knarren. Finde ich auch ziemlich interessant, aber von denen habe ich noch nie eine benutzt. Ich habe vorher den Hammer hier benutzt. Das ist das, was die ganzen Pros benutzen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann halt echt nicht gut mit dem umgehen. Und da seht ihr auch rechts schon die Stats. Das war halt meine Mainwaffe vorher. Der hat Angriff 1092 und der hier halt nur 385. Das heißt, wie gesagt, ich habe schon mit diesem Hammer diese Quest, die wir gerade als Main Quest haben, nicht hingekriegt. Und jetzt, der Hammer war halt dreimal so stark wie meine momentane Waffe. Das heißt, ich muss die erstmal ein bisschen aufleveln. Und das zeige ich euch auch einfach mal hier beim Schmied. Müssen wir erstmal diesen Typen hier... Alles klar, wir müssen halt ein bisschen die Textboxen wegklicken, das nervt ein bisschen. Aber hier können wir uns zum Beispiel auch Ausrüstung schmieden, auch Rüstung. Das ist auch sehr cool. Und da habe ich gerade die Rüstung von einem ziemlich großen Boss drin. Und hier sind wirklich sehr viele Rüstungen. Und wir können auch einfach als so eine Katze rumlaufen. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, und dafür brauchen wir Paolumo-Pelz. Der Paolumo ist auch ein Monster. Aber darauf habe ich keinen Bock auf dieses Monster. Wir gucken gleich, welches Monster wir erledigen. Das weiß ich noch nicht. Und ja, ich trage gerade die Sora-Rüstung von Sora Magdaros, dem Boss, den ich gerade erwähnt habe. Ich bin schon ziemlich zufrieden mit dieser Rüstung. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt ja verschiedene Rüstungen, die haben aber auch alle verschiedene Stats. Das heißt, man muss sich nicht wegen dem Aussehen entscheiden, welche man nimmt, sondern wegen der Effizienz.
Was ich schade finde. Denn diese Rüstung sieht saugeil aus, aber es ist halt längst nicht die beste Rüstung, die man kriegen kann. Das wäre im Moment das hier, das Ernte-Set. Alter, das könnte ich mir sogar ein bisschen machen. Aber ich könnte mir nur ein paar Sets davon machen. Denn dafür brauche ich Herbst-Ernte-Tickets. Auch von denen habe ich genug. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Halloween-Event-Sachen. Denn ich habe ja an Halloween das Spiel bekommen. Und dafür brauchen wir auch Monster-Hard-Knochen. Die liegen überall auf dem Boden rum. Keine Sorge, wir holen jetzt nicht die Knochen aus den Monstern raus. Aber das Spiel ist nicht weniger brutal als das Lagen. Lass es uns so sagen. Aber keine Sorge, Leute. Das Spiel ist ab 12, da ist jetzt nichts übermäßig Brutales. Also es gibt auch Deko-Rüstung. Davon habe ich auch das Ernteset. Da können wir mal hier Vorschau gehen. Das sieht eigentlich ziemlich sick aus, muss ich sagen. Nur dieser Bommel da am Hut stört mich ein bisschen. Aber von vorne sieht es ziemlich cool aus. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Rüstung. Dann gehen wir mal als Ausrüstung verbessern Menü. Und verbessern mal unsere Waffe. Das kann auf den ersten Blick ziemlich kompliziert sein. Verstehe ich auch warum. Man hat halt verschiedene Basics, sagen wir so. Das sind hier, die sind ja verschiedene Bäume mit verschiedenen Upgrades. Und ihr seht auch diese Striche. So, es gibt dann halt hier den Verteidigerbaum. Das ist das ist schwer zu erklären. Also es gibt so Basic-Sachen, die man sich von Anfang an craften kann und die dann halt einzeln upgraden kann. Das wären dann halt die so krass umrandeten hier. Wie hier die Proto-Eisen-Axt oder die Verteidiger-Morph-Axt. Und von denen aus kann man sich dann halt Upgrades holen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, yo, in den anderen Bäumen ist das ja alles gar nicht. Oder die sind nur da hinten. Das ist da so wegen den Strichen. Also die Striche führen dann halt zu anderen Bäumen hin. Wenn ich jetzt noch dieses Upgrade geholt habe, wenn ich mit diesem Baum angefangen habe, dann kann ich auf diesen Baum hier unten zugreifen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dieses Upgrade geholt, da wo ich gerade drauf zeige. Und dann habe ich mir dieses Upgrade geholt. Jetzt kann ich mir noch dieses Upgrade holen und damit dann auch noch weiter runtergehen in diesen Baum. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Ich habe ein bisschen gestottert. Aber ja, das ist, wie gesagt, recht kompliziert, aber man kommt irgendwann rein. Allgemein, das Spiel ist nicht gerade einsteigerfreundlich. Also es ist einsteigerfreundlicher als die anderen Ableger der Reihe. Aber immer noch nicht einsteigerfreundlich. Wäre es ein alleinstehendes Spiel, glaub mir, es wäre nicht einsteigerfreundlich im Vergleich. Aber ja, ich würde sagen, wir nehmen mal eine Quest an. Mehr muss ich euch hier auch, glaube ich, gar nicht zeigen. So, dann gehen wir mal zur Wildexpertin. Das ist unsere Partnerin. Die labert jetzt irgendwas von wegen der Kommission. Ja, okay. Und wir gehen nochmal auf neue Quest bekannt machen. Die zeigt uns dann ihr wunderbares Buch. Wir machen keine der Hauptaufgaben. Das sind die hier. Hier ist eine Wunde und ein Verlangen. Wie gesagt, die richtig schwere Quest. Da muss man den Nergiganten töten. Das ist ein richtig schön beschissener Name. Deswegen werden wir heute mal eine optionale Quest machen. Es gibt auch Untersuchungen. Die habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt, ob die es laut oder nicht. Da muss man verschiedene Monster halt erledigen und kriegt dafür irgendwie Belohnungen. Keine Ahnung. Und ja, es gibt halt hier die optionalen Quests. Das sind die Schwierigkeitsgrade. Das ist aber nicht wirklich vom Schwierigkeitsgrad her abhängig, sondern von eurem Level. Also, da gibt es dann verschiedene Quests. Ich bin gerade hier natürlich in diesem Level, aber nein, wir machen nichts auf diesem Level. Wir machen noch die blauen Sachen oder am besten irgendwas mit 4 Sternen. Und da gibt es halt irgendwas von wegen, dass wir Eier liefern sollen. Darauf habe ich auch keinen Bock. Und dann können wir hier unten die Monster auswählen. Und diese optionalen Quests kriegt man dann von verschiedenen Charakteren. Ihr habt ja gerade schon gesehen... wo ist er? Nicht Manuel, sondern hier, Sherlock. Das ist mein Palico. Jeder kriegt halt so eine Katze von Anfang an, die einem ein bisschen hilft. Und eigentlich ist es ja nur ästhetisch, ne? Super süß! Aber er hat auch ein paar Fähigkeiten. Und diese Katzen laufen halt auch in der Welt frei rum. Es gibt verschiedene Welten. Das hier ist jetzt das Korallenhochland. Das könnt ihr da oben rechts sehen. Korallenhochland, hier ist das Tal der Verwesung. Wieder das Korallenhochland, die Wildturmödnis, der uralte Wald. Der uralte Wald ist so dieses Standardgebiet. Danach kommt die Wildturmödnis, danach das Korallenhochland, danach das Tal der Verwesung und so weiter und so fort. Es gibt halt verschiedene Quests, die dann halt in diesen einzelnen Gebieten sind. Man schaltet immer weiter vor und schaltet neue Gebiete frei. Aber man kann die Gebiete auch frei betreten. Und da kriegt man dann halt auch neue Quests. Und da laufen halt teilweise, wie gesagt, diese Katzen frei rum. Und ich habe jetzt vorhin Katzen getroffen und die haben mir eine Quest gegeben, dass ich 2 Zizi-Yakus erledigen soll. Das ist leichter gesagt als getan. Also die Monster sind nicht schwer, aber 2, das dauert ein bisschen. Deswegen werde ich das auch, glaube ich, gut cutten. Aber ich glaube, wir werden diese Quest machen. Und jetzt können wir auch ein Lager auswählen, wo wir starten wollen. Da haben wir gleich 2. Und falls ihr euch wundert, warum sich die Map da so verändert, das sind die Höhen. Es gibt auch Höhen in den Maps.
Unglaublich, die Welt sieht echt schön aus. Das werdet ihr aber gleich sehen. So, wir nutzen mal einen Gutschein. Ja, perfekt. Und dann haben wir die Quest auch gestartet. So, was jetzt auch ganz wichtig ist, man muss es nicht machen, aber man kann hier in diese Kantine gehen und sich verschiedene Gerichte kochen. Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Hier gibt es ja verschiedene Zutaten, die man kombinieren kann. Und wie ihr da in der Mitte seht, ganz oben, also oben in der Mitte, kriege ich 50 Gesundheit, 20 Palico Gesundheit, schätze ich mal. Und 50 Ausdauer. Hier ist das halt alles nicht so gut. Und hier kriege ich halt auch Angriff hoch und Elementarwiderstand hoch und bla bla bla. Das ist ziemlich gut, das Chefkochgericht. Das nehme ich immer. Und dann gibt es diese super Animation von diesen Palikos, die an das Essen machen. Normalerweise überspringt man das. Das kann man nämlich. Das ist wirklich super. Und dann essen wir das auch. Lecker. Ich würde nach diesem ein Stück schon satt werden, Junge. Der kriegt schon ordentlich was rein, muss man sagen. Und dann wirft diese Katze dieses Teil hoch und es landet wieder auf der Katze drauf, aber man sieht's nicht. Und ja, dann hat man halt erhöhte Stats für die nächste Mission, was ich ziemlich cool finde. Und ja, dann brechen wir mal auf. Wie auch immer der jetzt gepfiffen hat. Oh nein, Leute, ich habe nichts gecuttet. Das war der Ladebildschirm. Verdammt schnell. So, die Musikkatzen. Da hier ist eine der Musikkatzen. Das sind, wie gesagt, eine der freilaufenden Palikos. Der hat uns jetzt halt diese Quest gegeben, dass wir zwei Monster erledigen sollen, die halt plagen. Und die haben auch eine Vorratstruhe mit Items. Meine Fresse, es ist so viel zu erklären in diesem Spiel, ne? So, da haben wir einen Trank, der kann uns heilen. Und hier liegen auch überall Kräuter rum. Überall in der offenen Welt. Und das hat er natürlich einwandfrei überlebt. Mit dem wir dann unsere Tränke auffüllen können. Und das würde ich auch gerne tun, bevor wir auf das Monster treffen. Diese, ja, das sind tatsächlich Käfer. Das sind aber eher die Questmarker. Ah, hier haben wir... Nein, das ist kein Kraut. Ja, die zeigen uns halt den Weg zum Monster. Hier, Kraut. Da haben wir jetzt zwei Tränke dazu bekommen. Und wie gesagt, die Tränke heilen ein. Es gibt auch Megatränke. Wow, von denen haben wir sogar schon 10. Einfach weil ich die gefühlt nie benutze. Und da ist einer der Monster. Die greifen uns noch nicht sofort an. Es gibt einige, die uns sofort angreifen, aber der tut es halt nicht. Und ich würde sagen, weil dieses Vieh schnell ist, greifen wir sofort an. Und Junge, es ist echt saulaut. Und das ist ein Betäubungsmove, auf den wir am besten nicht reinfallen. Dürfen da halt nicht in diesem Licht drin sein. Oh Gott. Und ja, wir dürfen halt auf gar keinen Fall getroffen werden. Und für mich ist es ein bisschen laut. Für euch kann ich ja leiser stellen. Und ja, Timing ist halt wirklich alles. Und da oben links seht ihr auch meine Ausdauer und Lebensleistung. Ich denke mal, das ist selbsterklärend, was was ist. Und während dieses Moves können wir ihn halt leicht attackieren, aber er kann uns auch leicht attackieren. Aber ihr seht, wir kriegen gar kein Leben ab, weil einfach meine Rüstung mega insane ist. Und wie gesagt, die Mission ist ja underleveled. Sogar recht stark underleveled. Weil, wie gesagt, mein Schwert noch nicht so gut ist. Beziehungsweise gerade ist es ja eine Axt, es ist nämlich die Morph-Axt. Wenn ich einmal die Schultertaste betätige, dann wird es zu einem Schwert. Oh. Das hat mich jetzt nicht gelähmt. Mit dieser Waffe greift man halt besser an. Aber dafür ist man halt echt langsam. Während man sich bewegt. Aber ich glaube, dafür macht das Teil auch mehr Schaden. Ha! Oh Gott. Deswegen spiele ich eigentlich präferiert mit der Axt. Man kann das leider nicht so gut mitten im Kampf wechseln. Ach verdammt, ich bin richtig scheiße gerade. Man muss halt echt sagen, die YouTuber lügen nicht. Ja, perfekt, wir sind hinten drauf. YouTuber lügen nicht. Gleichzeitig spielen und aufnehmen ist gar nicht so leicht. Und ja, man kann auf den Rücken drauf. Da muss man halt, da kommt es auch auf Timing an. Wir müssen halt verdammt uns immer im richtigen Moment festhalten, wenn der Bildschirm so rot wird. Und in den anderen Momenten drauf stochern. Das macht zwar keinen Schaden, wie ihr seht. Also es macht Schaden, aber nicht sehr viel. Vielleicht insgesamt 2 Angriffe wert.
Aber da resultiert hierhin. Ja! Das sieht bei dieser Waffe so cool aus, ne? Und dann ist er halt betäubt und wir können draufhauen wie sonst was. Und Gott, das ist so laut. Wenn irgendwas in meiner Wohnung passiert, wenn es irgendwie brennt oder so, ja, dann bin ich ein bisschen gearscht. Und wir müssen auch darauf achten, dass unsere Waffe geschärft bleibt. Das machen wir mit einem Wetzstein. Denn, wie ihr seht, die Monster laufen ab und zu mal weg. Die Waffe ist geschärft. Und es gibt auch hier freilaufende kleine Tiere, die man nicht töten muss. Und die sind auch eigentlich harmlos. Aber ich töte sie trotzdem einfach, weil ich kann. Oh, er rennt weg. Schade. Und die können wir dann halt... ich sag ja ein bisschen brutal. Aber man sieht ja nichts. Und da kriegt man halt auch nur Ressourcen. Das kann man bei den Monstern dann halt auch machen. Das Ding ist halt, ich glaube, wir haben für diese Quest nur 50 Minuten Zeit. Klingt viel, ist es aber manchmal nicht. Ich habe sogar für ein Monster fast mehr gebraucht als 50 Minuten. Oh. Und mit Honig kriegen wir halt diese Megatränke. Oh. Ah, einer von den Viechern. Das sind auch so kleine Viecher, die eigentlich niemanden jucken. Okay, irgendwas ist da. Und er ist tot. Okay. Einfach mal irgendwie reinstochen. Oh mein Gott, habe ich ihn ins Auge gestochen. Oh nein. Und hier drin liegt ein Knochenhaufen. Kann man nicht so gut sehen? Na doch, ein bisschen. Und da kriegen wir dann halt Knochen raus. Unter anderem auch Korallenknochen, die es halt nur in diesem Korallengebiet gibt. Und by the way, nein, wir sind nicht unter Wasser. Hier sind sogar hauptsächlich Vögel. Was ich auch interessant finde. Und hier scannen wir gerade Spuren. Scannen ist das falsche Wort. Das ist ziemlich mittelalterlich hier. Aber wir untersuchen die Spuren. Und die Käfer zeigen uns den Weg. Oh, das ist gerade bei ein paar dieser Viecher. Die mögen sich. Glaub mir. Die mögen sich. Seht ihr, oder? Und sie sind gelähmt. Der ideale Zeitpunkt anzugreifen. Ha. Na. Na. Und der wurde gerade irgendwie von der Katze gelähmt. Fick dich. Und er humpelt. Er humpelt, er humpelt, er humpelt. Das heißt, er ist ziemlich low. Das ist ein gutes Zeichen. Am besten laufen wir ihm einfach hinterher. Denn der wird jetzt in sein Versteck gehen. Aber wir sollten ein bisschen hinten dran bleiben. Wenn wir ein bisschen zu nah dran sind und ihm ein bisschen ins Versteck folgen, dann pennt er da nicht ein. Denn normalerweise pennt die in ihrem Versteck ein. Und ihr seht, er ist eingepennt. Aber soweit ich weiß, auch nur für eine bestimmte Zeit. Das könnte man nutzen, um eine Falle aufzustellen. Allerdings habe ich das nötige Equipment gerade nicht dabei. Und da hinten liegt auch noch ein Knochenhaufen. Aber mir doch egal. Wir hauen einfach drauf. Und mal eben den Kopf weggeschlagen. Gut, dass das Spiel ab 12 ist. Denn sonst... Oh, dann leg jetzt eine Menge Blut. Ah ja. Und er macht seinen Move. Nein, ich glaube, die eine Katze ist betäubt, oder? Nee. Verdammt. Zeit, einen Trank zu nehmen. Ich hoffe, die Katzen können ihn ablenken. Ja, können sie. Oder auch nicht. Wow. Wie sah das denn aus? Nein, er liegt. Er liegt. Schnell. Ich habe irgendwas gebrochen. Man kann auch Teile abbrechen. Vielleicht kennt ihr auch das Spiel Dauntless. Ist sogar recht ähnlich. Und er steckt einfach mal am Boden. Wie hat er mich denn jetzt getroffen? Auch interessant. Ah, sein Kopf ist gebrochen. Er hat nicht mehr das Teil, mit dem er uns betäuben kann. Also er hat es immer noch. Er kann es immer noch benutzen tatsächlich. Und er rennt schon wieder weg. Fick dich! Ja, er ist tot. Da ist der zweite! Ja, er ist direkt daneben! Ja, super! Greift er uns an? Ich hoffe nicht. Ach, wie funny ist das denn? Er geht direkt ins Nest rein. Ja, praktisch. Okay, ihr seht, wir können den Tsitsi-Yaku ein bisschen schnitzeln. Und, nee, Lederhaut. Ich brauche eine Kralle von dem tatsächlich. Wow, Fußspuren. Ich habe ja keine Ahnung, wo er potenziell sein könnte. Nein, er liegt natürlich direkt hier. Und wir müssen da, wie gesagt, zwei erledigen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das ist der Teil der Quest.
Und diese Hauptquests bestehen eigentlich immer daraus, nur ein Monster zu töten. Also es gibt dann halt irgendwie das eine neue Monster, das alle bedroht und dann müssen wir den abschlachten oder so oder whatever. Die Story ist ein bisschen irrelevant, aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Also für ein Monster das Spiel. So, dann benutzen wir nochmal den Wettstein. Können wir nicht währenddessen das Item wechseln? Jo, können wir. Und es funktioniert trotzdem perfekt. So, dann nochmal das Teil nehmen und draufhauen. Was haben die eigentlich für eine Panzerhaut, dass sie das alles immer überleben? Verdammt. Hör auf, immer irgendwelche Mucke zu machen, du Typ. Was bringt uns das? Ausweichen. Ha, 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 ha. Rechtzeitig ausweichen. Und da habe ich gerade mitten im Schlag einen verpasst. Das Ding ist halt, das ist auch ein schnelles Monster. Das heißt, wir müssen gut ausweichen. Kannst du bitte nochmal deinen Betäubungsmove machen? Das war nicht, was ich meinte. Ja, genau den meine ich. Jawohl. Da sabbert er. Da ist er leicht anzugreifen. Oh ja. Ich hoffe, ich bin nicht im Betäubungsradius. Heilige Scheiße, war das ein guter Angriff. Zizieku entdeckt. Danke, Sherlock. Hab ich gar nicht bemerkt. Ich hasse dich. Verdammt. Miau, dieses Geräusch lässt meine Schuhhaare vor Freude erzittern. Sherlock, wechsel nicht die Seiten. Diese Viecher haben uns ursprünglich angegriffen. Aha. Er hilft uns ja mit seiner tollen Musik. Was machst du da? Typ, helf mit. Gib uns das Buffs. Irgendwie schon. Nein, ich hab nicht die Waffe gewechselt. What the fuck? So, gerade... ja, greift den Instrumentalist an. Er verdient! Verdient, Brudi! Er sabbert wieder! Er sabbert! Da sieht er auch, Sherlock hat irgendwas. Und so ein Kanonendingens. Sieht aus wie ein Spielzeug, Junge. Aber ich glaube, er schießt damit irgendwas auf das Monster. Was vor allem gut ist, dass sie die Aufmerksamkeit manchmal auf sich lenken. Dass man gut angreifen kann oder sich erholen kann. Und wir haben wieder irgendwas gebrochen. Wieder sein Kopf. Und unsere Ausdauer ist leer. Wir können diese Spezialattacke nicht mehr machen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bereue es, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Ich liebe diese Spielereihe eigentlich. Naja, ich habe bisher nur ein Spiel gespielt. Und zwar das hier. Gefühlt war der Kampf kürzer als der letzte. Also ja, ich habe bisher eigentlich nur Monster Hunter World gespielt. Und zwar dieses Spiel hier. Aber... ich habe auch die Demo vom neuesten Teil Monster Hunter Rise gespielt. Und bald habe ich dann ja auch die Vollversion. Auf das Spiel freue ich mich schon. Auch wenn ich ja nicht so der Anime-Fan bin, wenn ich mal ehrlich bin. Nichts gegen Anime-Fans. Aber ich bin kein Fan von Anime selbst. Und ich habe schon wieder nicht das bekommen, was ich brauchte. Und der Monster Hunter Rise ist halt ein bisschen Anime-like. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Achso, den Knochenhaufen haben wir schon ausgebeutet. Geht hier eigentlich noch die Leiche vom anderen? Oh, das ist schon weg. Oh, das ist schon weg. Schade. Sonst hätte ich ein Selfie neben der gemacht. Also es gibt am Ende auch immer so ein Abschlussbild, wenn man es geschafft hat. Wenn ich es hinkriege. Komm, da und jetzt. Oh, Menno, man sieht den anderen. Man sieht den Dino leider nicht. Obwohl es nicht wirklich ein Dino ist. Also sieht aus wie ein Dino, ist stark von Dino inspiriert, aber... streng genommen ist es keiner. Und da haben wir nochmal extra Belohnungen bekommen. Und ich muss kurz gucken. Ist da zufällig eine Kralle dabei? Das kann doch nicht sein. Da eine Klaue. Ich glaube, das ist das, was ich brauche. Eine Klaue. Null Beere. Ja, juckt mich alles nicht. Und Bonusbelohnungen haben wir noch. Leuchtorgane. Okay. Und von Palikos gesammelte Sachen. Also von den Katzen. Nehmen wir natürlich auch mit. Questbelohnungen, da kriegen wir ordentlich Geld für Forschungspunkte. Ich weiß nicht mehr, wofür sie wie gut waren. So, mein Palico hat sich aufgelevelt, glaube ich, auf Stufe 15. Und die Schnurrtrupp-Einheit, die Musi-Katzen, wurden auch verbessert. Und ich habe das bisher, den bisher kleinsten Zizi-Jaku gesehen. Ja, ja, ja. Kriege der Forschungskommission, ich ziehe den Hut vor eurer Tapferkeit und Großzügigkeit. Ja, ich kann lesen. Ja, ja, ja. Nimm dieses Gadget als Dankeschön an. Ja, ja, ja.
Dieses Instrument lässt sich nur spielen, wenn man mutig ist. Die Melodien helfen dir. Ja, ja, ja. Wow, das klingt ziemlich miausergewöhnlich. Gott, diese schlechten Jokes immer. Aber sie sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. Oh Gott, sieht diese Umgebung hier schön aus. Ja, ja, ja. Wenn man das hatte, könnte es mein Freund. Wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich bereit. Ja, ja, ja. Auf Wiedersehen, tapfere und großzügige Krieger der Forschungskommission. Du hast das Palico-Gadget Korallenorchester erhalten. Alles klar. Und wir sind, wie ich sehe, auch in der Open World angelangt. Warum auch immer. Ich wäre gern wieder zurück nach Astera gekommen. Und hier unten sieht es im Übrigen nicht so schön aus. Da ist eine unschöne Wolkendecke. Denn da unten ist das Tal der Verwesung. Oh. Da gab es dann auch eine spannende Cutscene zu, wo das erklärt wurde. Fand ich persönlich ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, das da unten ist auch ein Gebiet. Wenn ihr wollt, können wir uns gerne mal alle Gebiete in einem einzelnen Video anschauen. Das war, wie gesagt, die dritte Welt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann mache ich natürlich weitere in chronologischer Reihenfolge. Und dann können wir dieses Gebiet auch mal überspringen, weil wir das ja schon gemacht haben. Das war's mit Monster Hunter World, also für diese Folge. Wir sehen uns dann potenziell im nächsten Monster Hunter World Video wieder. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht aufzunehmen. Ich hoffe, euch auch. Dann habe ich endlich mal wieder guten Content. Und ja, ich wünsche euch dann noch schöne Osterferien. Falls alle schon Osterferien haben. Falls nicht, dann mein Beileid. Ja, tschüss.